Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mal wieder ein etwas aufwendiges Rezept zeigen, und zwar Hähnchenbrust auf Parmesan-Paprikaspinat. Ein paar mehr Zutaten, ein paar mehr Arbeitsschritte, ein Pfannengericht, One Pot, aber ich kann euch versichern, es lohnt sich wirklich. Ein tolles Gericht. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich schon mal wieder rausgelegt. Wir brauchen Hähnchenbrust, außerdem Mehl, Eier, Chiliflocken, Pfeffer, Salz und italienische Kräuter, außerdem Rapsöl zum Anbraten. Für die Soße Butter, Parmesan, Hühnerbrühe, saure Sahne, Eiweiß und geräuchertes Paprikapulver. An Gemüsen Paprika, Zwiebeln, Chili, Knoblauch, außerdem Blattspinat, Champignons und Tomaten und zum Garnieren Frühlingszwiebeln. Los geht's! Ich fange an hier mit meinen Hühnerbrüsten, und damit die etwas dünner sind und nicht solche Klötze, solche Fleischklötze, halbiere ich die. Alle vier, die ich hier habe. Und danach ziehe ich so ein bisschen Folie drüber, damit ich die jetzt etwas plattklopfen kann, damit die alle die gleiche Größe haben, die gleiche Höhe haben und gleichzeitig gar werden. Und ich nehme hier so einen Fleischhammer, den ich habe. Ihr könnt sonst auch eine Flasche nehmen oder was immer ihr habt zum etwas platt schlagen. Also nicht so heftig, sondern so, dass sie alle dieselbe Höhe haben und zum gleichen Zeitpunkt gar werden. Das ist so die Idee. Wenn ich meine Hühnchenbrüste hier verarbeitet habe, dann schlage ich die drei Eier auf. Ich brauche nur das Eigelb, und die drei Eigelb, die verquirle ich dann hier. Und wenn ich meine Eigelb verquirlt habe, dann nehme ich das Mehl und mische das Mehl mit Pfeffer, mit den italienischen Kräutern, mit Chili und Salz und verrühre das. Jetzt paniere ich meine Hähnchenbrüste zunächst in Eigelb, mit einer Zange hier gut benetzen und dann rüber in das gewürzte Mehl. Ja, nehmt ein paar Formen, die ein bisschen höher sind, dann saut ihr euch den Tisch nicht so ein. Das klappt ganz gut, und das mache ich jetzt mit allen Hälften, die ich hier geschnitten habe. Und dann sieht das so aus. Nächste Vorbereitung, die Paprika. Ganz einfach entkernen und in nicht so ganz kleine Stücke schneiden. Das geht schnell. Ich hatte hier grüne und rote Paprika, deswegen habe ich hier zwei verschiedene Sorten, aber das ist natürlich eure Entscheidung. Ihr könnt nur rote nehmen, nur grüne, wie ihr mögt. Danach kommen die Zwiebeln pellen und in kleine Würfel schneiden. Die Chili hier habe ich nicht entkernt. Ich nehme also die Kerne mit. Das heißt, wird ein bisschen schärfer. Wenn ihr es nicht mögt, nehmt ihr die Kerne raus. Klein schneiden. Dann die Knoblauchzehen kleinhacken, also vorher pellen und kleinhacken. Ihr könnt auch eine Knoblauchpresse nehmen, wenn ihr es lieber mögt. Und dann die Champignons hier halbieren und blättrig schneiden. Mehr mache ich damit nicht. Frühlingszwiebeln hinterher zum Garnieren in kleine Röhrchen schneiden. Tomaten entkernen hier, die Strünke rausschneiden und dann in Würfel schneiden. Das war's auch an Vorbereitungsarbeiten. Ab geht's an die Pfanne. Das Rapsöl hier, so mittlere Temperatur, nicht so richtig heiß, sondern mittlere, obere Temperatur. Und dann brate ich hier die Hähnchenbrüste, die panierten, in mittlerer Hitze an. Das dauert vielleicht pro Seite 5 Minuten. Zwischendurch gebe ich etwas Butter dazu für den Geschmack. Das hebt nochmal so ein bisschen den Geschmack auch vom Fleisch und vom Rapsöl. Also Butter dazwischen, und ja, dann sieht das so aus von einer Seite, 5 Minuten vielleicht. Dann drehe ich einmal, und dann sollten die Hähnchenbrüste auch fertig sein. Nicht zu Tode garen, ne, zwischendurch mal drücken, so 10 Minuten, 12 Minuten, länger dauert das nicht. Dann mit der Zange hier mal ein bisschen drücken, dann seht ihr auch schon, wenn ihr die rausnehmt, die sollten noch weich sein, ne? Also nicht so ganz hart, damit sie nicht zu Tode gebraten sind. Und dann stellen wir unsere Hähnchenbrust hier erstmal beiseite. In derselben Pfanne, die wir natürlich nicht sauber machen, wir nehmen die Aromen mit, schmelzen wir jetzt den Rest der Butter.
Und wenn wir die Butter hier komplett geschmolzen haben, nicht so hohe Temperatur, auch so mittlere, obere, mittlere Höhe, dann gebe ich als nächstes hier in meine geschmolzene Butter die Zwiebeln zusammen mit Chili und Knoblauch. Da wir nicht so eine hohe Temperatur haben, können wir das alles drei zusammen anbraten. 5 Minuten, vielleicht 7 Minuten, bis es beginnt glasig zu werden. Und wenn wir die 5 bis 7 Minuten hinter uns haben, dann gebe ich meine Paprika dazu. Und auch die Paprika jetzt kurz mitbraten, aber gleich die Pilze dazu, da müssen wir nicht lange warten. Und wenn wir die Pilze dabei haben, dann mischen wir einmal ordentlich durch, damit das alles gleichmäßig gut gemischt ist, die Pilze auch dann hier untergemischt sind. Und dann wird das Ganze hier, ihr seht, das sieht schon lecker aus, mit Deckel, na, vielleicht nochmal 5 bis 10 Minuten geschmort, bis so die Paprika beginnen weich zu werden. Na, dann mische ich nochmal ordentlich durch. Und als nächsten Schritt gebe ich jetzt meine Tomaten dazu. Wenn ich jetzt hier die Flüssigkeit geben für die Soße, wieder gut durchmischen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem geräucherten Paprikapulver hier für die Würzung und Eiweiß. Ja, wieder gut durchmischen. Jetzt kommt die Hühnerbrühe dazu. Und wenn ich die Hühnerbrühe hier angekippt habe, dann nochmal die Temperatur ein bisschen hoch setzen, damit das alles nochmal richtig schön brutzelt. Und jetzt kommt die saure Sahne. Saure Sahne wieder gut untermischen. Und wenn wir die saure Sahne hier gut verteilt haben, dann kommt der Blattspinat. Ich habe den nicht gehackt hier, ich habe nichts gemacht damit. Ich finde es immer ganz schön, wenn der Spinat ruhig ein bisschen größer ist, und den häufen wir jetzt als Turm sozusagen da oben drauf. Das sieht ja immer etwas ungelenk aus, aber ihr wisst das natürlich, wenn ich jetzt einen Deckel drauf gebe hier auf den Spinat, dann dauert das nicht lange. Aber mir waren es jetzt wieder so 5 Minuten vielleicht, dann ist der Spinat völlig zusammengegangen. Und dann mischen wir jetzt nochmal den Spinat hier mit der Paprikamischung und den Tomaten ordentlich durch. Und der Spinat wird immer kleiner. Und wenn wir einmal alles gut durchgemischt haben, dann Temperatur runter, damit der Parmesan nicht ausfloppt. Jetzt geben wir den Parmesan dazu zum Binden der Soße. Wenn euch das dann immer noch zu dünnflüssig ist, könnt ihr auch noch ein bisschen Maisstärke mit Wasser mischen und anbinden. Aber eigentlich sollte das reichen. Dann wird die Soße doch schon deutlich dicker. Ja, dann sind wir fast fertig schon. Denn jetzt kommt als letztes noch unsere Hühnchenbrust wieder zurück. Die gebe ich jetzt nur in die Pfanne hier Temperatur aus und lasse die durchziehen, vielleicht 5 bis 10 Minuten nochmal. Und das war's auch schon. Und wenn wir unsere Hühnerbrüste hier komplett versenkt haben in dem leckeren Gemüse, ja, dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich habe mir vorbereitet noch ein paar Nudeln gekocht, hier ein paar Bandnudeln. Es passen auch Reis dazu oder Kartoffeln, wie ihr mögt. Ich finde Bandnudeln immer sehr lecker dazu. Und habe jetzt hier ein paar Bandnudeln vorher auf dem Teller positioniert und gebe jetzt ordentlich Gemüse drüber. Und ihr seht, ich habe es ein bisschen abgebunden noch, so mit so einem Schluck Maisstärke noch mit Wasser, damit die Soße ein bisschen mehr gebunden ist. Und ihr seht, die fließt hier ganz wunderbar über die Nudeln. Und dann, wenn ich hier mein Gemüse verteilt habe, gebe ich mir ein Stück Hühnerbrust oben drüber. Es riecht ganz fantastisch. Und auch die Farben sind wirklich toll. Und ich garniere ganz zum Schluss nur noch mit ein bisschen Frühlingszwiebel. Mehr brauche ich gar nicht. Das war auch schon alles, was wir an Garnitur brauchen. Und ja, dann will ich mal probieren. Und wenn ihr das Fleisch schneidet, dann werdet ihr schon merken, das ist ganz zart. Ihr seht es auch hier. Es hat eine wunderbare Konsistenz. Das bisschen Panade ist gut dran geblieben. Und es schmeckt ganz wundervoll. Also der Geschmack ist wirklich toll. Die Paprika ist gut durchgezogen. Knoblauch kommt so ein bisschen raus, aber sehr dezent. Und auch die anderen Zutaten haben wirklich gut funktioniert. Also ich finde, das ist ein tolles Rezept, wenn auch ein bisschen aufwendiger, aber ein tolles Rezept. Also ich denke, es hat geklappt. Meine Hähnchenbrust hier auf Parmesan, Paprikaspinat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.